Was geht, beautiful party people? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir einen Quest Guide zu Byron und Winterberry. Winterberry ist ein Händler, den man sehr, sehr, sehr leicht verpassen kann. Beziehungsweise, ja, den Byron killt, falls wir zu früh aus den Tiefen rausgehen. Von daher hoffe ich, dass ihr da noch nicht raus seid. Beziehungsweise nicht aus den Tiefen raus, sondern aus den Minen nach Kaldrat hoch. Und er ist auch ein sehr wichtiger Händler, weil es bei ihm unter anderem Ringe gibt und platinrelevanten Stuff. Von daher eigentlich eine sehr wichtige Quest. Aber ganz kurz erstmal zwischendurch was in eigener Sache. Und zwar habe ich mir mal die Statistiken meiner letzten Videos angeschaut. Und da haben bis zu 90% der Leute, die Videos geschaut haben, waren keine Abonnenten. Von daher, wenn euch das Ganze gefällt und ihr mich etwas supporten möchtet, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo auf dem Channel da lassen. Und natürlich das Video liken für den Algorithmus, meine Lieben. Und einen Discord-Server habe ich auch. Der ist unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr natürlich auch gerne raufschauen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der Quest. Genug der Eigenwerbung. Und zwar trifft man Byron zum allerersten Mal im Glockenturm. Und danach einmal im Sumpf bei den ersten Überresten. Dann beim Lastenaufzug. Und ich meine, Glockenturm und Sumpf könnt ihr nicht verpassen. Deswegen starte ich jetzt ab den Lastenaufzug los und zeige euch die ganze Quest von A bis Z, damit ihr auch ja nichts falsch macht und nichts verpasst. Und am Lastenzug angekommen, da steht der gute Mann mit der Schaufel hier und erzählt uns was von jemandem, der seinen Anhänger hat, den er braucht für von seiner Frau, bla bla bla. Und nun müssen wir zum nächsten Miniboss. Also es ist nicht verpassbar bis dahin. Aber ab da wird es sehr, 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 sehr tricky. Beziehungsweise wenn man nach dem Miniboss den Aufzug nutzt und dann mit dem hochfährt, dann kann es sehr problematisch werden, weil man sich dann die Quest verhaut und zwei Händler verpasst. Und ich zeige euch mal den Weg. Ich bin schon einmal durchgelaufen. Ihr müsst hier, ihr habt vielleicht das Wasser noch nicht abgelassen, hier den Hebel ziehen. Dann lässt sich da drüben, geht das Tor hoch, das Wasser geht runter. Dann könnt ihr da einfach rüber spazieren über das Tor. Ich habe jetzt hier schon den Shortcut. Also ihr lauft dann einfach hier über dieses Tor drüber. Und dann ist es von hier eigentlich auch nicht weit. Hier ist ein Skelettarsch. Ich hasse ihn. Da muss man... Dankeschön. Ich habe jetzt natürlich auch den Shortcut. Da muss man hier durch. Rechts hoch. Einmal die Treppen hoch. Dann kommen hier ganz schön viele Arschgegner in dem Raum. Das ignoriere ich jetzt auch alles. Und läuft hier einfach durch. Dann kommt natürlich noch ein Skelettarsch, weil einer hat nicht gereicht. Leider hoch. Und wir laufen hier weiter an dem Magier vorbei. Also ihr könnt natürlich alles killen, ne? Dann droppt man sich hier drüben. Und dann kommt man hier in diesen Raum. Da kann man mit dem Hebel, macht man sich den Shortcut auf. Den habe ich ja jetzt schon, deswegen gehe ich jetzt weiter. Also hier auf der Brücke oben ist der Hebel. Und dann kommt man... Dankeschön. Ihr gleich. Ich hasse sie so sehr, diese blöden Schlangenfrauen. Zum Glück haben wir eine zweite Chance und daher ist es nicht so wild. Kommt man hier hoch und ich würde euch empfehlen, hier einen Setzling zu stellen. Weil der Boss ist jetzt nicht der einfachste, auch nicht der schwerste, aber es kann sein, dass ihr sterbt und dann müsst ihr da immer diesen ganzen Weg durchlaufen. Dann würde ich lieber die 2500 Kraft in die Hand nehmen und da einen Setzling setzen. Wobei, die können es ja auch ganz gut bei den Reapern farmen. Und dann killen wir hier den Miniboss. Ich mache euch einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. So, der gute Mann ist down. Und wir kriegen den Schlüssel, um hier das Wasser abzulassen. Ganz, ganz wichtig. Ihr fahrt jetzt nicht mit diesem Aufzug nach oben. Auf gar keinen Fall. Ihr könnt hier hinten die Kiste looten. Beziehungsweise das Item. Ach, das ist erst oben. Es tut mir leid. Das Item ist oben. Nicht mit dem Aufzug hochfahren. Ganz, ganz wichtig. Und wir ruhen hier einmal. Und jetzt gehen wir ins optionale Gebiet. Dazu müssen wir einmal hier ganz runterlaufen. Dann hier runter. Und dann können wir hier durchlaufen. Am besten rollen, dann bewegt man sich im Wasser schnell vor. Einfach hier gerade durch. Hier kommen die beschissensten Gegner im ganzen Spiel. Die nervigsten, tut mir leid. Hier einmal die Leiter hoch.
Und. Vom Hund hier beißen lassen. Den Skelettarsch hatte ich komplett vergessen. Achso. Die Tür ist hier zum Aufsperren. Ich dachte, man muss mit der Lampe durch. Und hier der Hebel. Jetzt lassen wir das Wasser ab. Und somit machen wir uns auch ein optionales, hör doch auf, Gebiet hier auf. Wir können hier natürlich wieder alles killen. Ich zeige euch nur den schnellsten Weg. Und looten und so. Hier gibt es, glaube ich, ein paar coole Items. Wie zum Beispiel die Säge, den Anhänger, die Säge hier. Ich droppe mich jetzt hier einfach. Ich gebe Gas. Denn ich will Spaß. Dann laufen wir wieder raus. Also ich laufe zumindest immer so. Man kann auch da links sich droppen lassen. Dann lasse ich mich hier mal runter droppen. An die Kante. Hier an die Kisten. Wir holen uns hier das Item. Ihr habt jetzt hier auch einen optionalen Miniboss auf der Seite. Na, da steht er. Das sind die Schatten von Yharnam. Kennen wir aus Bloodborne. Da kriegt man auch deren ihr Schwert gedroppt. Was man sich aber eigentlich auch sofort am Anfang des Games farmen kann. Ich würde die vielleicht später erst machen. Wir laufen jetzt erstmal weiter. Wir ignorieren die. Deswegen sind wir nicht hier. Und gehen jetzt in die Tiefen. So, und in den Tiefen hier müssen wir uns bis fast nach ganz unten durchschlagen. Und ich sag mal so, das Gebiet ist nicht das allerspielerfreundlichste. Man wird gerne mal geschubst. Es gibt gerne Ecken, wo sehr viel Gegner gespammt werden. Also es gibt schon viele Asi-Ecken. Es gibt hier aber auch einen Brocken für Waffe auf Max auf, upgraden. Den gibt es hier natürlich auch. Ich würde mir an alter Stelle erstmal hier einen Setzling setzen. Deswegen habe ich auch im Intro gesagt, nehmt am besten 5 Stück mit. Dann habt ihr mehr als genug. Weil wenn man stirbt, spawnt man nicht wieder ganz oben im Lastenaufzug. Oder zumindest nicht ganz oben vom Bossraum. Was jetzt eigentlich in dem Fall auch gar nicht so schlimm wäre. Aber ich spare mir die paar Meter laufen dann doch lieber. Weil ich ein Fauli bin. Und dann laufen wir hier einfach durch Richtung nach unten. Und genau das meinte ich. Ich hasse dieses Gebiet. So, wir laufen einfach weiter. Hier kriegt man auch gut Upgrade-Material. Deswegen lohnt sich hier auch, die Gegner zu killen und in die Fallen zu tappen. Habe ich mich gerade getötet hier? Nee, aber er hat mich getötet. Ich habe euch gerade, zum Glück bin ich gerade gestorben. Ich bin natürlich hier wieder gespawnt, nein, bin ich nicht. Hier diese ganzen Lampen könnt ihr natürlich auch anzünden. Und wir sind wieder zurück an der Stelle, wo ich gerade gestorben bin. Ich glaube, wir müssen hier sowieso in... Jetzt falle ich da schon wieder rein. Geil, ich will meine Kraft wieder. Machen so viel Damage, also das ist wirklich eine Frechheit. Wenn ihr euch fragt, warum mein Kopf so rot leuchtet, ich habe ja mir dieses Umbral-Auge geholt, damit die kleinen Gegner Schiss vor mir haben, vom roten Reaper. Hab dazu natürlich auch ein Video gemacht. Von diesen durchsichtigen Bogenschützen bzw. von diesen unsichtbaren Bogenschützen gibt es ja einige und sie nerven sehr. Also wir müssen hier eigentlich einfach nur geradeaus weiter runter, bis ihr zu dem ersten Shortcut kommt. Deswegen mache ich euch jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich im Aufzug wieder. Ich mache euch keinen Cut, weil da ist der erste Aufzug. Ach Gott, ich habe die Hälfte hier vergessen. Da war eine Feuerschale. Ist natürlich auch besser fürs für die Übersicht. Dann ist es ein bisschen heller hier. So, ich mache jetzt natürlich auch nicht so guten Schaden. Ich habe meine zweite Waffe nur auf plus. Ich hasse sie so sehr. Das meinte ich. Die sind so nervig. Und die sind so asozial positioniert, diese Kackgegner. Und natürlich fällt die auch nicht runter, ne? Die bleibt jetzt da oben stehen. Hier kriegt man aber, wie gesagt, auch viel Upgrade-Material. Seht ihr gerade selber. Wo bist du, du blöde Kuh? Kann ich da überhaupt rüberspringen? Nein, probiert es also nicht aus.
Cut, wir sehen uns gleich wieder. Und wieder back in business. Laufen wir jetzt hier zum Aufzug. Wundert euch nicht, also hier stirbt man echt oft. Den Setzling oben war vielleicht doch nicht die schlauste Idee, weil wir haben ja... Ja, wobei, ihr habt es gesehen, ich bin jetzt ein paar Mal gestorben. Das heißt, man hätte immer wieder von neuem laufen müssen. Ich hasse euch alle so sehr hier. Diese Parasiten. Sie sind einfach Parasiten. Ach, der Aufzug bewegt sich. Wir haben den Shortcut noch gar nicht freigeschalten. Also habe ich hier natürlich totalen Quatsch erzählt. Das ist natürlich sehr... Och, ich hasse dich. Sehr schlau, sich den Setzling da oben zu setzen. Weil ihr habt es gesehen, ich bin jetzt auch einige Male gestorben und ich laufe hier nicht das erste Mal durch. Aber hier ist ein Aufzug. Oben angekommen. Ihr seht, ich bin selber ein bisschen verwirrt. Das Gebiet ist so verwirrend. Haben wir hier den Shortcut vom Lastenaufzug. Da werde ich jetzt auch einmal rasten. Nein, ich werde nicht rasten, weil dann belebe ich alle Gegner wieder. Aber jetzt können wir natürlich schön von hier oben da runterfahren. Wie gesagt, den Setzling hätte ich trotzdem nochmal gesetzt, weil... ihr habt es gesehen, ich bin da ein paar Mal gestorben und das ist dann wirklich nervig, immer so eine ewig lange Strecke zu laufen. Dann lieber mit den 2500 nicht geizen und sich so ein paar so Setzlinge kaufen und dann hat man seine Ruhe. Und wir laufen weiter nach unten. Ich stehe natürlich immer prinzipiell auf der falschen Seite des Aufzugs. Und jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen überlegen, weil ich habe die Quest... auch nur einmal gemacht, beziehungsweise in der Theorie nur einmal gemacht. Und übrigens die zweitasozialsten Gegner hier. Nein, die sind sogar die asozialsten. Das sind die kleinen Beißerchen. Hier gibt es noch den gesplitterten Speer. Hier noch ein bisschen Licht für uns. Ich würde gerne wissen, was diese Schalen außer Licht machen. Oder das ist so ein Ding wie blaues Licht aus Rambo. Ich muss mich jetzt natürlich hier auch mal ein bisschen umsehen und schauen, wo ich lang muss. Das Gebiet ist ziemlich groß, schaut auch mega cool aus, ne, diese Höhle. Ich fühle mich wie in so einer Zwergenmine. In Moria. Jetzt warte ich nur, dass Gimli aus irgendeiner Ecke springt. Oder zumindest sein fetter Balin. Und ins gepökeltes Fleisch springen. So, da gibt es nochmal Licht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das irgendwas vielleicht mit dem Boss zu tun hat, dass die, je mehr Lampen man anlegt, dass der Boss irgendwie weniger Leben hat oder so ein Quatsch. Würde mich jetzt gar nicht wundern, weil es gibt ja auch eine Quest für Bosse, die weniger Leben machen. Ich weiß es gerade aus dem FF nicht, welcher, also ich weiß, welcher Boss es ist, aber nicht, welche Quest man machen musste. Mit einer anderen Quest kriegt man Parfüm, dass man den einen der... Ich hasse dich. Einen der End... Ich hasse dich noch viel mehr. Einen der Endbosse schwächt, beziehungsweise so, wie ihr kennt es aus Elden Ring, so wie Marits Kette. Moment mal, ich laufe da zurück, da war doch eine Statue. Ach ja, da war nur ein Reaper. Dass man den dann quasi für ein paar Sekunden stunnen kann. Was dann natürlich geil ist, weil man dann einfach Damage raushauen kann. Komm her. Ein nerviges Etwas. Und natürlich sind hier zwei von diesen Bogenschützen. Also hier, das Gebiet, muss ich wirklich sagen, ist schon sehr drüber. Und die hat natürlich noch einen Parasit am Arsch kleben, ne? Upsi. Damit man den ja auch erstmal wegmachen muss. Es reicht ja nicht, dass sie so an sich schon nervig ist. Hier haben wir noch ein Lämpchen. Und laufen weiter. Also die Stelle ist schon echt. Also hier bin ich in meinem ersten Run, wo ich komplett blind gelaufen bin, echt oft gestorben. Allein wegen diesen Bogenschützen hier. Ich
Hier irgendwo konnte man sich noch... Zeige ich euch gleich. War es hier oder war es da oben? Ich will jetzt auch nicht in Umbrei unbedingt gezogen werden. Ich glaube, hier war es. Einen Moment. Wir entledigen uns erstmal dieser guten Herren hier. Dann nicht so fleißigen Arbeiter. War es hier? Nein. Moment mal, das muss ich jetzt echt sehen. Natürlich musste mir das passieren. Ich glaube, es war tatsächlich hier oben. Man konnte hier irgendwo in Umbrei gehen und sich da drüben eine Heilung holen in der Mitte. Müsst ihr mal ein bisschen mit der Lampe erkunden. Ich würde es euch gern zeigen, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein, wo es war. Es ist so schlimm in diesem Spiel, wie oft man gegen diese blöde Mauer haut oder gegen die Wand. Die Gegner machen das natürlich nicht und man ist dann... Schaut, man ist immer Stunlock und kriegt dann natürlich Damage. Ich glaube, jetzt kommt eine der schlimmsten Stellen in diesem Gebiet. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist hier schon die Stelle, wo wir hin müssen? Ich glaube nicht, nein. Wir müssen noch weiter. Aber natürlich sind hier überall diese kleinen Assis jetzt. Und wir werden sie jetzt auch alle töten. Damit sie uns... Das meine ich. Die kommen wie so Terroristen aus irgendeiner Ecke angeflogen und hauen einem so viel Damage rein. Und staggern einen tot. Es ist so schlimm. So, kurzer Cut. Und wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Und da wären wir wieder an demselben Spot, wo wir gerade bei diesen kleinen Assis gestorben sind. Ich lasse sie jetzt doch leben. Ich habe jetzt echt keine Nerven, mich mit denen hier aufzuhalten. Dann laufen wir hier weiter. Also es ist, ihr seht, das ist ein ziemlich langer Weg. Und jetzt mit den Shorter. Ich wollte springen. Das ist doch so asozial platziert, oder nicht? Also wie asozial haben sie bitte diese Mimik da platziert? So, ihr kriegt jetzt natürlich schön live mit, wie ich hier in jeden Quatsch reinrenne, den es gibt in diesem Spiel. Ich setze mir jetzt hier auch einen Setzling, weil ich einfach nicht so ewig lang laufen will. Und ihr seht, warum ich gesagt habe, nehmt euch Setzlinge mit. Jetzt ist es mir egal, ob ich gestorben bin. Ich werde hier wieder spawnen. Das war ein sehr guter Setzling, den ich mir hier gerade gesetzt habe. Ich bin hier wieder gespawnt. Ich bin schon mal kurz vorgelaufen, um zu schauen, wo es genau lang geht, weil ich den Weg jetzt auch nicht 100% mehr im Kopf habe. Hier drin habt ihr noch ein Item. Ihr müsst nur aufpassen, hier sind drei von diesen kleinen Assis, die euch komplett tot staggern. Also das ist, glaube ich, die schlimmste Stelle im Spiel, wo ich am meisten Nerven verloren habe. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht rein. Wir laufen den Gang hier entlang. Da kommen ein, zwei Gegner und laufen hier links in die Höhle rein. Hier, den nehmt ihr euch gleich mit. Hier liegt ein Brocken für Max-Sache. Ups, das war nicht hier. Entschuldigung. War das überhaupt hier? Habe ich das gerade verwechselt? Ich habe es verwechselt. Auf jeden Fall müssen wir hier ganz hinterlaufen. Ihr könnt euch, falls ihr nicht so im Bedrängnis seid wie ich, hier natürlich einen Setzling setzen. Aber schaut mal, wir haben hier einen kleinen Junge. Und der spawnt hier nur, beziehungsweise der wartet hier nur, wenn wir nicht mit dem Aufzug hochgefahren sind. Ansonsten geht nämlich der andere NPC, mit dem wir oben geredet haben, der Schaufelhain hier runter und tötet den. Dein arm Jung. Mädchen, ich weiß nicht. Eins von beiden ist es. Und wir quatschen mal gut. Gut. Kurz. I'm Winterberry. You're my first customer today. I don't get many. I've got nice things though. I like your lamp. But I know you won't trade it. A long time ago, Ivy traded and told me he was rude. There are lots of, and that's how I'm keeping it for myself. So, wir kriegen eine Geste. Ist natürlich wichtig für Platin, beziehungsweise 100%. Hallo. Und wie ihr seht, hat die kleine nette Dame oder der kleine nette Junge, ich kann es wirklich jetzt nicht unterscheiden, hier ein paar Ringe, die brauchen wir alle für Platin. Einen Anhänger, den brauchen wir natürlich auch. Erhöht die Zauberkraft, ein ganz geiler Anhänger, was macht der Ring? Erhöht auch die Zauberkraft, reduziert Zauberslots um 1, das ist jetzt, na, ich weiß nicht, ob das ein guter Tausch ist. Verursacht zusätzlichen Haltungsschaden bei Treffern gegen Feinde, die bluten, auch ganz cool eigentlich. Der Verbrauch von Armbrustbolzen wird reduziert, na, jetzt nicht so meins.
Verteidigung gegen Zauber ist natürlich auch ganz geil, aber wie gesagt, wir brauchen hier natürlich eh alle Ringe, falls wir 100% oder die Platin machen wollen. Bye bye. Der ist so süß. Sie ist so süß, ich weiß es nicht. Bye bye. Ihr könnt euch hier hinsetzen, falls ihr nicht so im Bedrängnis wart wie ich oben. Und ich mach mal kurz ein Looky Looky und schau nochmal, wo der Brocken ist. Weil dem wollte ich euch natürlich auch zeigen und ich brauche den auf dem Charakter hier auch selber. Also ich habe da mal jetzt ein bisschen Looky Looky gemacht, da war nicht der Brocken. Wir gehen jetzt hier weiter. Ihr müsst aber auf jeden Fall in diesen Gang mit diesen drei kleinen Assis rein. Weil da ein Anhänger drin ist und den brauchen wir natürlich für die Platin. Wir laufen jetzt hier mal weiter. Und hier müsste eigentlich gleich, vielleicht ist es auch tatsächlich hier gleich die Stelle kommen, wo man den Brocken findet. Ich habe hier schon eine Lampe aktiviert. Ah, hier ist die Stelle. Ich bin so blöd. Und zwar liegt hier der Delirium-Brocken, den wir brauchen, um unsere Waffe zu maxen. Den Heini hier ignoriere ich einfach mal ganz gekonnt. Laufen wir hier in den falschen Raum rein. Wo ging es hier weiter? Hier ging es weiter. Nicht sterben, Jay. Du stirbst aber gleich, Jay, weil du nicht die Leiter benutzen kannst. Einmal hier runter. Und dem Weg weiter folgen. Wir sind jetzt schon relativ am Ende. Von den Tiefen. Einmal hier noch runter und dann unten sind die nächsten Überreste, wo wir eigentlich wieder einen Safe Spot haben. Und zwar, die kann man eigentlich auch ganz leicht verpassen. Hier ist übrigens der Shortcut, um zum Lastenaufzug hoch. Und hier haben wir die Überreste Tiefen. Wir haben jetzt hier die Überreste und jetzt fahren wir erstmal. Ich bin gerade aus Versehen schon in den Bossraum reingelaufen, dann ist es mir eingefallen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob man den Boss schon killen darf. Deswegen habe ich mich gerade töten lassen. Wir fahren jetzt noch einmal hoch zu dem Aufleini, um ihm von dem kleinen Jungen bzw. Mädchen zu erzählen. Wie ihr seht, der Aufzug hält hier oben bei dem anderen Aufzug. Ich mache euch nochmal einen Cut. Ich habe jetzt noch kurz das eingeblendet, damit ihr auch seht, wo der Shortcut hinführt. Und wir laufen jetzt zum Schaufelheini und erzählen ihm, was wir da gesehen haben. Oh, es ist ein Mädchen. Jetzt wissen wir es definitiv. Does this place look like somewhere a child could survive? Oh, I suppose I've seen strength. All right. If there's a chance that's the case, then when I find her, I'll stay my hand. At least, if you write about this, the thought of a poor girl... Katrin wouldn't have ignored such a plight. And she'd not see me do so either. If you write about this, the thought... Katrin wouldn't have ignored such a... So, wiederholt sich wieder. Jetzt können wir den Boss killen. Also wir können die Kette beziehungsweise die Kette von seiner Frau bei ihm nicht kaufen, bei dem Mädchen. Und jetzt killen wir mal den Boss und dann sehen wir uns gleich wieder. Und unten angekommen geht's jetzt in den Bossfight endlich. Für alle, die auch die Kukajin-Quest machen, die kann man hier jetzt, oder muss man hier jetzt auch beschwören, könnte ich eigentlich auch machen, da ich die Quest auch nebenbei mache. Da unten steht sie, glaube ich. So, ich habe auch ein Video zur Kukajin Quest gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt nach dem Bossfight wieder. Bis gleich, ihr meine Lieben. Und das war's mit der guten Dame. Jetzt gibt es hier noch ein kleines Secret. Das kann ich euch auch gleich zeigen. Für alle, die die Kukajin Quest gemacht haben, muss sie ganz, ganz wichtig danach bezahlen. Wir müssen in den Umbra hier natürlich immer die Seele mitnehmen, beziehungsweise die Erinnerung. Na, wir wollen ja auch ihre Waffe bekommen. Es geht nur von hier hinten, komischerweise. Und zwar hier interagieren. Sucht Reste. Das bedeutet, ihr müsst im Hub zum Umbral-Händler, zu dem Typen, den man nur im Umbral sieht. Und bei dem könnt ihr quasi die Reste kaufen. Für 50 Umbral-Reste war es, glaube ich. Und dann könnt ihr da mal interagieren. Und ich will euch jetzt nicht spoilern, das könnt ihr euch dann selber anschauen. Und unser guter alter Schaufelheini müsste jetzt eigentlich im Hub stehen.
Deswegen teleportieren wir uns jetzt zurück. Für mich dauert es kurz. Ihr seht es mich gleich im Hub. So, und der gute Mann steht hier immer noch. Wir fahren nicht in die Hub. Sondern müssen jetzt erstmal mit dem Aufzug nach oben fahren. Sprich, den ganzen Weg von vorher nochmal laufen. Den wir schon mal gelaufen sind. Bis zu dem Miniboss, den wir gekillt haben. Um den Schlüssel für das Wasser ablassen zu bekommen. Ich renne mal schnell durch. Und wir sehen uns am Aufzug. Am Aufzug angekommen, nehmen wir diesen nach oben. Ich würde euch jetzt gerne Fahrstuhlmusik einspielen, aber ich habe leider keine. Deswegen mache ich euch einen kleinen Schnitt und wir sehen uns ganz oben. So, oben angekommen haben wir hier auch die nächsten Überreste. Und normalerweise, wenn man die Quest verhauen hat, beziehungsweise die Quest falsch gemacht hat, dann steht der gute Mann hier und erzählt uns, dass er den Dieb gefunden und getötet hat, was in dem Fall ein kleines Kind ist. Das ist schon ziemlich ein krasses Detail, finde ich. Und jetzt können wir uns in die Hub teleportieren und jetzt müsste er an einer ganz bestimmten Stelle stehen, die auch ziemlich leicht verpassbar ist. Also ich hätte so nicht danach gesucht, ob er da steht, und hat mir gedacht, ja okay, die Quest ist vorbei, aber ist sie nicht, nein, nein. Und zwar laufen wir in die Krypta rüber, weil der gute Mann, der steht nicht hier irgendwo in den Zellen oder so, sondern er macht sich hier ein bisschen in der Krypta gemütlich, wo es so schön leer ist, nachdem unser gequälter Häftling hier auch weg ist. Und chillt da mal eine Runde. Und was halt bei ihm wichtig ist, er ist auch ein Händler und er hat mit unter Garantie Gegenstände für die Platin. Und da ist er ja. Da sind sie alle beide. Jetzt sind sie Freunde geworden. Ja, du hättest sie fast getötet, du Assi. Und ich habe die Trophäe bekommen. Immer weiter. Und das Umbral-Auge von... Ich habe den Namen gerade nicht gesehen. Ich habe euch da ein bisschen Quatsch erzählt. Und zwar ist der einzige Händler das kleine Mädchen. Aber ihr habt es gesehen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das bei mir auf bei der Aufnahme aufploppt. Ich habe dafür ein Achievement bekommen, sprich wir müssen die Quest fertig machen. Also es reicht nicht nur, das kleine Mädchen zu finden und sie leer zu kaufen. Sondern wir müssen hier auch die Byron-Quest fertig machen. Für ein Achievement, beziehungsweise Trophäe. Und ja, das war's. Wir drei sagen danke fürs Zuschauen. Und sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Tschö mit ö. Ciao, ciao.